Ja, wir wollen jetzt den Umfangswinkelsatz beweisen. Der Umfangswinkelsatz gilt im allgemeinen Dreieck. Und wir erinnern uns, dass ein allgemeines Dreieck ABC einen Umkreis hat. Immer. Wenn Sie ein Dreieck haben, haben Sie immer einen Umkreis. Den konstruieren Sie über die Mittelsenkrechte, aber das ist egal, das brauchen wir hier nicht. Und im allgemeinen Dreieck gilt, wenn Sie diesen Umkreismittelpunkt nehmen, dann ist der Winkel BCA, das ist der hier oben, der heißt Gamma, genau halb so groß wie der Winkel BMA. Also der hier ist dann 2 Gamma. Oder der Winkel BMA, das M ist das hier, ist 2 mal der Winkel BCA gleich 2 Gamma. Und das wollen wir jetzt beweisen. Und zum Beweis ist es vernünftig, hier in diese Zeichnung, in der ich schon einige Winkel definiert habe, nämlich diesen Winkel als Alpha 1, diesen Winkel als Beta 1 und diesen hier drüben als Gamma 1, warum auch immer. Hier ist es jetzt wichtig, dass man nochmal eine Linie einzeichnet. Welche Linie muss ich zum Beweis hier in das Dreieck einzeichnen? Linie MC. Jawohl, diese hier, diese Linie. So, und die Linie MC, die hat etwas mit zwei anderen Linien hier gemeinsam, nämlich mit welchen zwei Linien hat die was gemeinsam? MA und MB. So, und die habe ich jetzt auch alle orange eingezeichnet. Und was können wir sagen? MC, diese Strecke ist... Alle gleich lang, weil es alles ein Radius ist. Jawohl, so ist es. Gleich MA, das ist alles orange. Und das ist R. Und R ist der Umkreisradius dieses Dreiecks. Ja? Also das heißt, das hier ist alles klein R. Oder wird der auch Groß R genannt? Ich vergesse das immer. Ist der manchmal Groß R heißt? Der aus dem Sinussatz, der heißt, glaube ich, Groß R. Also nennen wir es Groß R. Gut, also nennen wir es einfach Groß R, damit wir konsistent mit dem Sinussatz laufen. Also das ist Groß R. Gut, das heißt dann, dieses gilt, weil wir uns auf dem Umkreis befinden. Das bedeutet insbesondere, dass gewisse Dreiecke, nämlich das Dreieck AMB, das Dreieck CMB, ist das richtig? Das Dreieck CMB und das Dreieck, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht falsch rumlaufe, ich muss ja immer gegen den Uhrzeiger, AMC. Was gilt für diese drei Dreiecke? Dieses hier, sehr gut, die sind alle gleichschenklich. Die sind alle gleichschenklich. So, wenn die gleichschenklich sind, dann kann ich in meine Zeichnung gewisse Winkel eintragen. Nämlich, dann weiß ich, wie groß dieser Winkel hier ist. Der Winkel ABM. Wie groß ist der Winkel ABM? So groß wie Alpha 1. Jawohl, also schreibe ich hier mal Alpha 1 rein. Das heißt, der ist genauso groß wie der. So, dann brauche ich hier den Winkel BCM. BCM, wie groß ist der? So groß wie Beta 1. Sehr gut. Und jetzt brauche ich den Winkel MCB. MCB, das ist dieser kleine Winkel hier. Wie groß ist der kleine Winkel hier? Gamma 1. Sehr gut. Und das heißt, jetzt sehen wir Folgendes. Wir haben jetzt hier ein Dreieck. Und dieses Dreieck hat insgesamt drei Winkel, nämlich zum einen den Winkel Alpha und der Winkel Alpha besteht aus Alpha 1 und Gamma 1. Dann den Winkel Beta und der Winkel Beta besteht aus Alpha 1 und Beta 1. Und den Winkel Gamma hier oben und da sehen Sie, der Gamma besteht aus Beta 1 und Gamma 1. So, und weil sich das hier um ein Dreieck handelt, gilt was? Die Winkelsumme ist 180 Grad. Sehr gut, also es gilt Alpha plus Beta
plus Gamma, Alpha plus Beta plus Gamma. Das ist also nichts weiter als das plus dem plus dem. Das ist also 2 Alpha 1 plus 2 Beta 1 plus 2 Gamma 1 gleich 180 Grad. Und das bedeutet insbesondere, dass Alpha plus Beta plus Gamma, Alpha 1 plus Beta 1 plus Gamma 1 gleich 90 Grad. 90 Grad sind. Da kann man durch 2 zum Beispiel teilen. So, jetzt gehen wir. Nächster Schritt. Was machen wir als nächstes? Jetzt muss ich vielleicht nehme jetzt braun, nicht dass Sie das erkennen, aber egal. Wir gehen jetzt in ein ganz spezielles Dreieck. In welches? In das hier. Wir gehen jetzt in dieses Dreieck, in den braunen Dreieck. Das ist das Dreieck ABM. ABM. Im Dreieck ABM gilt, in dem gilt, dass dieser Winkel hier oben, von dem haben wir behauptet, er sei 2 Gamma, aber das wissen wir ja noch nicht. Also das heißt, den Winkel, den nenne ich einfach mal nicht 2 Gamma, sondern den Winkel nenne ich Delta. Einfach nur, damit wir jetzt nicht anfangen zu sagen, ja, ist ja so, deshalb ist es so. So, diesen Winkel Delta kann ich rechnen. Der Winkel Delta ist 180 minus 2 Alpha 1. Ja, das ist ja in diesem Dreieck so. Oh Mist, hätte ich gar nicht dividieren müssen. Tut mir leid. So, 2 Alpha 1, das sehen Sie, das habe ich hier. 2 Alpha 1 ist das gleiche wie 180 Grad minus 180 minus 2 Beta minus 2 Gamma. 180 Grad minus 2 Beta 1 minus 2 Gamma 1. Das ist der Alpha 1. Ja? Der da, den habe ich jetzt hier hingeschrieben. So, und was bleibt am Ende übrig? Der Delta ist nichts weiter als 180, das fällt alles weg. Es bleibt übrig gleich 2 Beta 1 plus hopp, Gamma, Gamma, Gamma. Hätte ich den Gamma nennen können? Ja, das passt. Nee, ist alles richtig. Sorry, ich habe gerade geschlafen. Plus 2 Gamma 1. Beta 1 plus Gamma 1, das ist der Winkel Gamma hier oben. Das heißt, dass der hier, der Winkel Gamma besteht genau aus diesen beiden Winkeln. Das heißt, das ist dann 2 mal Gamma. Ja, das ist das, was ich beweisen wollte. Das heißt hier QED, was zu beweisen war, damit haben wir den Umfangswinkelsatz bewiesen. Gibt es Fragen zum Umfangswinkelsatz und zum Beweis? Ja.